Yvonne Herber starb im Januar 2015. Gerade mal 4 Jahre nach der Diagnose. Mit dem Tod, da ist alles zusammengebrochen. Ich war ja fast so wie ein bisschen leer. Ich wusste gar nicht, auf der einen Seite wusste ich, es ist gut, dass das jetzt alles ein Ende hat und auch für sie, dass es ein Ende hat. Auf der anderen Seite war man natürlich trotzdem betroffen, weil vor dem Tag hatte ich natürlich Riesenangst immer. Also dieser Tag, den habe ich mir immer vor mir hergeschoben im Kopf und habe mir immer ausgemalt, wie wird das mal sein. Ja? Und im Endeffekt war das ein ganz stiller und ja, ein ganz stilles Gehen von der Yvonne, ein friedliches Gehen auch. Womit niemand gerechnet hatte, nach dem dramatischen Verfall der ersten 3 Krankheitsjahre stabilisierte sich der Zustand von Yvonne Anfang 2014. Sie konnte wieder einige Schritte laufen, wirkte gelöster, lächelte häufig. Dennoch siegte am Ende die Krankheit. Sie wachte eines Morgens einfach nicht mehr auf. Hans Herber hat angefangen, das ganze Geschehen der letzten Jahre zu Papier zu bringen. Ein Verlag hat ihn dazu ermuntert. Er spürt, dass es wie eine Befreiung wirkt. Oftmals ist es so, wenn ich dann so richtig im Text drin bin, dass es mich auch so ziemlich stark anstrengt. Und man kann wirklich beim Schreiben, glaube ich, am besten die Dinge verarbeiten. Also das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass wenn ich was geschrieben habe, dass ich damit irgendwie besser klarkomme oder dass mir das bewusster wird. Man hat einfach mehr Zeit, sich mit dem Moment zu beschäftigen, gedanklich. Und ich glaube, es tut mir gut, ja. Hans versucht jetzt wieder ein ganz normales Familienleben zu führen. Und er hat auch eine neue Partnerin an seiner Seite. Sandra war eine Freundin von Yvonne. Sie ist mit ihrem Sohn Daniel zu Hans und Marc gezogen. Marc ist mittlerweile 17 und lebt immer mehr sein eigenes Leben. Er versucht, sich über die Krankheit seiner Mutter und die mögliche Bedeutung für ihn wenig Gedanken zu machen. Hans bestärkt ihn darin. Er rät ihm auch von weiteren Untersuchungen und erst recht von einem Gentest ab. Wir haben schon darüber geredet. Ja. Der sieht das genauso wie ich und will da auch keine künstliche Angst aufbauen bei dem Jungen. Der ist ein ganz gesunder Kerl und er macht sein Ding. Nee, ich glaube, so wie wir damit umgehen, ist im Moment okay. Dennoch hat Hans manchmal auch Zweifel. Fast 1 Jahr nach Yvonnes Tod hat er sich daher einen Beratungstermin bei ihrem Arzt geben lassen. Ich denke, die Frage, die sich für Sie jetzt am ehesten stellt, ist, ob Ihr Sohn so eine genetische Testung machen sollte oder nicht. Wenn er positiv getestet werden würde, wäre das für ihn natürlich auch vom Kopf her zu verarbeiten wahrscheinlich auch eine ganz schlechte Sache. Ne? Ich habe das ja auch bei der Yvonne miterlebt. Also nachdem sie wusste, dass sie es hatte, war es natürlich auch vorbei. Ich will halt versuchen, jeglichen Druck oder Angst von ihm wegzuhalten, ist klar. So hat er eine hohe Lebensqualität, er lebt ganz normal und wer weiß, was in 20, 30, 40 Jahren für eine Entwicklung da. Dazu muss man allerdings noch ein paar Hintergründe kennen, also wenn man diese Gesamtsituation beurteilen möchte. Einer der Hintergründe ist der, dass sich diese Eiweißablagerungen schon sehr, sehr früh anfangen, im Gehirn abzulagern. Also man hat festgestellt, an Menschen, die Genträger sind, auch das ist schon 20 bis 25 Jahre vorher, fangen diese Stoffwechselveränderungen im Gehirn an. Und das, was bisherige Studienergebnisse andeuten, ist, dass je früher man in diesen Krankheitsprozess eingreift, umso größer ist der potenzielle Nutzen für den Patienten. Hans wird bewusst, seine bisherige Strategie, lieber mit der Ungewissheit über Marks genetisches Risiko zu leben, könnte der falsche Weg sein. Ansonsten würde man sich vielleicht irgendwann Vorwürfe machen, dass man nicht früh genug agiert hat oder tatenlos zugesehen hat. Oder egal, auch wenn die Chance 50-50 ist. Also unter den Gesichtspunkten muss ich das nochmal komplett neu überdenken. Das Thema Alzheimer wird Hans weiter beschäftigen.
Die Freiheit, nach der er sich in der schwersten Zeit im Kampf gegen die Krankheit so gesehnt hat, bleibt fragil. Doch jetzt ist er erst einmal froh, wieder eine Partnerin gefunden zu haben und damit die Chance, trotz allem ein neues Leben aufzubauen.